Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie, es hat wieder Let's Play Horizon Zero Dawn. Und ja, diesmal geht's weiter mit Quest. Der gefallene Berg begibt sich zum Bitterklamm. Und ich warne gleich vor, also kümmert Leute. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Genau, Aloy, hast du recht. Nein, ihr sollt euch natürlich nicht um eure Sachen kümmern. Ihr sollt euch ganz aktiv beteiligen. Und zwar ganz einfach deswegen, falls mit diesem Video qualitätsmäßig irgendwas nicht so ist, wie ihr das bisher gewohnt seid oder ähnliches, dann schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare rein. Ich verwende ab heute, wahrscheinlich ab heute, ne? Also wenn alles gut geht, eine andere Aufnahmesoftware. Und ich habe jetzt eigentlich 1 Million Mal getestet, hin und her, mit den Lautstärken, mit der Qualität, mit... Ein Spaß. Ja, was wollt ihr denn hier von mir? Scheiße, hey. Ich will nicht mit dem spielen. Ja, ich mach dich auch kalt, du... Wicht, du! Ey, da tun die mir hier richtig weh. Oh, ist ja schon einer hier unten. Oh, vorbei. Na, so geht's doch. Ja, also, wo war ich stehen geblieben, ne? Das ist es hier, wenn dieses Karcher-Pack sich da einmischt. Also, was ich sagen wollte, neue Aufnahmesoftware wäre recht cool, wenn die funktioniert, weil ich habe ja zum Glück mit der Elgato-Software schon lange keine Probleme mehr gehabt, aber einige, die schon länger dabei sind, werden das vielleicht mal kennen mit Tonasynchron oder dann auf einmal so plötzlich Artefakte im Bild und ach ja, ne? Also es gab alles so seine kleinen Problemchen. Und jetzt rein dadurch, dass ich jetzt öfter streame, ist mir aufgefallen, dass ich mit OBS ja auch aufnehmen kann. Also habe ich mir gedacht, Mensch, ich nehme doch einfach mit OBS auf. Im Stream scheint es bisher einwandfrei zu arbeiten. Und warum soll es das dann nicht bei der Aufnahme auch tun? War so mein Gedanke. Muss ich überhaupt hin? Muss ich überhaupt da oben? War das also mein Gedanke, dass ich hier mal die Aufnahmesoftware ändere? In der Hoffnung, dass es ja alles wird gut und so weiter, ne? Ihr wisst das ja, was man selber immer dabei hofft, wenn man irgendwas ändert. Wobei ja... Halt, Waschbär, sorry, Waschbär, aber wo bist du? Ich brauche ganz viel Waschbärenhaut, sorry, mein Junge. Das war Never Change Your Bionic System, aber es rannte ja nicht einwandfrei. Und deswegen heute, wie gesagt, der Versuch mit OBS. Ich habe, wie gesagt, zig Probeaufnahmen gemacht, habe Probe gehört und so weiter und so fort. Und ich war sehr, sehr zufrieden damit. Ich hatte sogar schon eine Nebenquest gemacht mit der neuen Aufnahmesoftware. Hatte dann da auch dann glatt einen Einstellungsfehler. Und musste nochmal starten. Ich hatte mit meinem PC gerendert statt meiner Grafikkarte. Und da waren die 60 Frames die Sekunde nicht drin, leider. Und so sind wir jetzt hoffentlich hier. Und wie gesagt, ich hatte extra eine Nebenquest gemacht. Ja, Goody war klug. Weil er hat sich gedacht, wenn die fehlt, ist nicht schlimm. Wenn hier Story fehlt, dann ist für den Arsch, ne? Aber jetzt habe ich so viele Tests gemacht, dass ich sage, hey, Goody, für morgen muss ein Video her. Also, trau dich einfach. Trau dich einfach. Du hast alles getestet. Es sollte alles passen. Der Weg auf den Berg wird schwierig. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben. Aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Oh. Es sieht schon wieder alles so mega schick aus. Ich hoffe natürlich auch, dass es für euch so mega schick aussieht, ne? Das ist dann... Ah, hier wieder. Ah, yeah. Zeitlupensprung. Aloy in Zeitlupe ist hot. Also, was heißt hot? Es sieht einfach gut aus, das meine ich natürlich. Fischer an der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Also deswegen, wenn euch irgendwas Negatives auffällt, sagt Bescheid. Dann stelle ich das wieder ab oder ändere halt zurück oder verbessere meine Einstellungen einfach hier in der Software. Eins von beiden. Dann müssen doch die unsichtbaren Viecher sein, ne, bei den ganzen Minen, die da rumliegen. Was das ist das, was sie mit Hescher meinte? Also Pirscher eigentlich, ne? Nicht Hescher, sondern dass hier Pirscher abhängen. Und Waschbären. Hey, sogar ein Tarnkill. Jetzt habe ich einen Tarnkill. Tarnkill bekommen für einen Waschbären. Ich würde ganz gerne mal so einen Pirscher sehen.
Meistens kann man die doch so ein bisschen sehen, so halb durchsichtig, gucken sie einen blöde an und so. Gehe ich andere Seite lang. Also auch alles voll. Und da macht einer hier ein Fragezeichen da oben. Ich weiß nicht was. Nee, das ist hinter dem Bau da. Wenn ich die Brutstätte finde, in der sie hergestellt wurde. Machst du hier einen auf richtig? Shit, ein zweiter. Oh, da wollen einige mit mir spielen. Ich bin ganz ruhig. Ich hatte keine Panik oder so. Ja, das hier ist wirklich gut bewacht. Du kleiner Wächter, du meinst, du kannst hier mit den Großen spielen? Was immer das war. Ey, es macht mich... Scheiße! Ach, Mann, Leute, lasst mich doch mal in Ruhe, wenn ich vom Berg runter. Mann, der gefallene Berg oder so. Nicht umsonst, ne? Mierda putas. Also, nicht so nette Mobs, meine ich damit natürlich. Der Gegengaft. Oh, Gudi, kein Wunder, ey, dass es mit dem Zocken nicht klappt, wenn du Gegengaft sagst. Okay. Soll ich nochmal hochklettern? Oh ja, ich soll nochmal klettern. Schade. Das bedeutet, ganz schön weit zurückgesetzt. Na, müssen wir geschickter anstellen. Na, muss ja. So. Ah, ich wollte ja auch nur noch mal euch den Zeitlupensprung zeigen. Das ist es eigentlich, weswegen hier. Ja. Könnt ihr eigentlich einen Dauer-Replay von machen, weil das so gut aussieht. Und deswegen bin ich gestorben. Fischer an der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Also nur wegen euch habe ich mein Leben gelassen. So, ich würde ganz gerne einmal sehen von vornherein und dem gleich hier mit dem Zersprenger eingeben. Kann ich jetzt ganz kurz den einen alle machen, oder? Na, die nächsten Fans sind schon da. Warte mal, ich habe einen Heiltrank, Ich habe sogar zwei. Komm her. Yeah! Bam, du Lusche, du. Tarnkill. Und du hast es nicht gesehen. Du bist selber getarnt, du hast es nicht gesehen. Oh, ja, da hängen sie zu zweit ab. Ah, shit, schon wieder so böse. Weg da, Gudi, weg. Ach, Mist. Ich hab schon wieder nichts am Leben. Aber Leben ist auch doof. Total overrated.
Ich weiß, dass da noch einer ist. Der soll mich einfach nur nicht sehen. Ich traue mich gerade nicht. Ich gucke gerade, wo ich hier mal Deckung habe. Da hinten habe ich Deckung. Ah, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Sag ich ja. Na, jetzt feuert er nur auf Verdacht. Gut. Gut oder auch nicht so gut, ne? So richtig. Bleib da hinten. Oh nein, 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 nein. Ah, die Sau! Hätte er nicht einfach da hinten stehen bleiben können? Oh, schick mit der Sonne. Aber macht mich gerade ein bisschen blind. Au, da ist ein Heilkraut neben mir. Da ist ein Heilkraut. Da oben ist er. Oh, da war es wieder. Oh Mann, das ist manchmal mit dem kritischen Treffer. Da hing, habt ihr das vielleicht ganz gesehen gehabt? Ganz kurz stand kritischer Treffer. Ich denke, ja, yeah, machst den kritischen Treffer. Wups, war das kritische Treffer wieder weg. Ich schlag nur normal zu und bin tot. Super Sahne. Yeah. Fand ich gerade doof. Nee, echt, ey. Ah. Oh. Ich hänge aber auch immer zu viel Leben rum. Ne? Ich habe so viel trainiert, dass ich hier bis zu dreifach da mein Leben auffüllen kann. Aber nein, Goody rennt hier immer rum. Ja, ist zu wenig Kreuzer. Das Problem habe ich mit Schildweber und Outfit nicht gehabt. Da hing ich immer voll mit rein. Aber klar, da habe ich auch ganz selten meine Heilung gebraucht. Ne? Mm. Überbrücken kann ich halt auch nicht. Also letztes Mal habe ich ja ganz lieb von euch Tipps bekommen. Überbrück am besten den Eisbrüllrücken, der da war. Oder wie man ihn nennt. Ich kann die nicht überbrücken. Ich will die ganzen Brutstätten erst noch machen mit euch. Fischer in der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Klar, ich kann ja auch mal versuchen, hier mal so ein paar Fallen auszulegen. Schnell nachsetzen. Ah, diesmal der kritische Treffer ist gesessen. Oh, einer ist auch in der Falle drin. Da drüben auf einer Seite ist auch noch einer. Nächste in der Falle rein wenigstens. Oh, es sind schon wieder zwei. Schenk! Oh, wow, 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 ey, da hätte ich fast wieder. Ah!
Ah, hat zwar relativ gut geklappt. Ne? Der eine in das Explosionsding rein, der kommt da wieder. Jagen Sie mich. Oh, wieder kein kritischer Treffer, ey. Also, geht doch. Gar nicht so schwer, Goody. Gar nicht so schwer. Aber keine Sorge, Leute. Da muss noch genug Pack sich rumtreiben. Gehe ich jeweils ganz stark vom Mund aus momentan. Nur die Mine, die hochgehen wollte, ne? Ich wollte aber die Heilung haben. Ich habe alles weg, wa? Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus, sag ich mal. Na gut, dann haben wir erst am Anfang mal kurz ein bisschen gefehlt, aber Gott, naja, Dinge können passieren, sag ich mal, oder? So, weiter geht's im Takt. Halt! Eloy, loslassen, loslassen. Ja, genau. Heilkraut. Etwas Vorrat. Yep, etwas Vorrat, Hasi. Damit du ein bisschen was auf die Hüften bekommst. Oh, Lagerfeuer entdeckt. Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der sie zu ihrem Grab zieht. Naja, grau habe ich da. Da war aber noch mehr, habe ich gesehen gehabt. Ich weiß nicht genau, was es war. Wieder eine Scheißecke, ne, Leute? Tja, mein Junge. Ich hab doch hier kaum Platz zum Ausweichen, Junge. Kannst du dich mal ein bisschen zusammenreißen hier mit dem Damage?
der lebt noch. Ach, Menno. Manche tun sich schwer mit dem Sterben. Manche tun sich da wirklich, wirklich, wirklich schwer mit. Und immer schön leise. Verwüster. Ah, die Verwüsterkanonen müssen wir natürlich haben, ne? Das ist klar. Ah, shit. Mal ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ey, das ist doch hier der letzte Rotz hier in der Ecke. Ey, was soll ich denn machen da am Arsch der Welt? Jetzt mal ehrlich. Oh. Ich kam ja vorher nicht raus. Ich meine, klar, ich hätte in eine andere Richtung fliegen können. Ich dachte aber halt, dass die Jungs nicht gleich sofort aggro kommen. Da kommen sie beide. Oh, ja. Oh, und wir überziehen schon die Zeit. Ich muss hier Schluss machen. Menno! Spiel! Nicht mit Goodie! Okay, das ist jetzt ein Witz, ne? Das ist jetzt ein Witz. Ich bin wirklich an der Stelle zurück vor den Pirschern. Okay, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt wirklich... Bin ich da wirklich an der Stelle? Ja, bin ich, ey. Da fühle ich mich ein kleines bisschen verarscht. Also, das habe ich aber schon manchmal bei Horizon Zero Dawn gehabt, dass ich das nicht so extrem sinnvoll fand mit den Speicherpunkten. Also, ich hätte schon gedacht, dass das nach den Verwüstern... Na gut. Also jetzt nochmal die Pirscher und die Rotaugen und bla und blub. Ihr wisst das, was wir gerade alles hatten. Machen wir in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass das jetzt diese Folge nicht so extrem rasant voranging. Aber auch dieser Sprung hier. Dafür habt ihr eingeschaltet. Das wisst ihr jetzt einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so war, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich... an der Ebene. Ja. Wächter auf der anderen Seite. Eloy, ich weiß. Wir kümmern uns da gleich drum. Aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Goodie.